said that the 501st got the best of the war. We also got the worst. Unfelucia, the Seps dug their metal heels into the muck of that alien hellhole and dared the Republic to come in after them. So we did. Only to be met with the month after month of flesh-eating diseases, shrieking nocturnal predators, and other sights that haunt me to this day. Cut off and for all we knew, abandoned by our superiors, our only hope was Aayla Secuda, our Jedi commander. Without her iron will, none of us would have come out of that mess with our sanity or our lives. When her death came, I hope it was quick. She earned that much. Sorry, 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 Leute. Oh, was ist denn jetzt los hier? Mein scheiß Mikrofon. Der Popschutz wird immer wieder unten fallen hier, Wichse. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei... Oh, schon wieder hier. Was ist denn los? So, jetzt aber. Also, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Es geht mal wieder weit. Oh, das ist doch nicht wahr hier, oder? Also, ficken, lass das. Also, mein Popschutz, der... Was? Hallo? Hallo? Jetzt bleib ruhig. Ich muss den mal so ein bisschen am Mikrofon festklemmen. Weil er sich sonst mal lockert und ich möchte ihn ja ganz gerne benutzen, weil, ne, ist ein Popschutz, er hilft. Oh, ich hab verloren. Da passt man einmal nicht auf, Killer-Popschutz, sag ich euch, Leute. Also, so, jetzt aber, jetzt geht es los, der Popschutz bleibt da, wo er ist. Ja, wir sind hier auf einer... Ja, wir sind hier erstmal auf Felucia, wir sind auf einer brenzligen Lage. Ich kann gerade nicht reden, ich bin gerade zu blöd zum Reden. Ja, wir werden jetzt hier von den ganzen Bewohnern, kann man schon fast sagen, von Felucia attackiert. Die sieht man hier und da und überall. Das sind jetzt 6 Stück, die müssen wir jetzt erstmal töten. Ja, ihr habt ja in der Vorschau gesehen, wenn Aayla Secuda und sage ich jetzt mal, ja, nicht zu Hilfe kommen würde, würden wir das als 501. Legion nicht unbedingt schaffen, weil wir sind hier gerade echt, ja, in einer sehr, sehr, sehr brenzligen Lage. Aber auf die Teile müsst ihr echt aufpassen. Also ich finde die ja an sich ganz cool, aber die sind irgendwie, ja, das ist ein bisschen krass. Die brauchen euch nur einmal zu treffen, dann seid ihr eigentlich... Ja, hinüber. So, 3 Stück fehlen noch. Ja, da kommt gerade Verstärkung von denen. Das ist schon eine Mission, wo ich ganz ehrlich von mir selber aus sage, die ist ein wenig schwerer. Hier bin ich das ein oder andere Mal, habe ich die Mission verkackt. Ja, wie man ja jetzt... Das war jetzt nicht so geplant, dass ich die eben gerade mal, ne, verkacke. Aber das passiert mir leider immer öfter mal, dass das passiert. Weil die Mission hat es in sich. Also ich sag mal, es ist jetzt nicht hier so eine, ja, so eine mega heftig schwierige Mission, aber am Ende hin, wenn man nicht mehr so viele Truppen hat, dann ja, dann kann das echt schon mal nach hinten losgehen und das möchte ich ungern. Jetzt sage ich mir gerade hier für das Let's Play, dass ich eine Mission verkacke. Aber es ist halt einfach, es ist halt auch irgendwo schwer. Ja, wir haben noch 22 Truppen. Ein Teil fehlt noch. Das dürfen auch nicht hier die, unser Käfer zerstören. Den muss ich jetzt beschützen, genau. Okay. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Deckung geben. Danke für die Muni, Kollege. So, der wird jetzt die ganze Zeit angegriffen von allen Seiten. Das seht ihr gleich. Und ja, der muss auch immer stetig... was muss da gemacht werden? Repariert werden? Oh, da oben stehen sie schon alle. Deswegen solltet ihr ja hier am besten, ja, den Reparaturtypen nehmen. Weil der kann das Teil dann halt immer zwischendurch mal reparieren. Das ist ganz gut eigentlich. Also ich glaube, wir müssen das jetzt eine gewisse Zeit lang standhalten. Genau, eine Minute noch.
Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben noch 37 Leute. Das funktioniert, denke ich mal, ganz gut. Wie gesagt, hier bei den Schrotflintentypen ist das eigentlich ganz gut, wenn man da jetzt direkt vor der Einheit steht, also vor dem Gegner. Dann braucht man, wie ihr es gerade gesehen habt, nur einen Kill und dann war's das. So, hier sind nochmal welche. Na, bleibst mal stehen. Kümmert ihr euch mal um den. Dann kümmere ich mich mal hier um den. Oh, 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 oh. Auf die Raketenwerfer aufpassen, auf die Raketenwerfer aufpassen. So, da drüben lebt irgendwo einer, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich muss mal ein bisschen reparieren hier. Das Teil hat nicht mehr so viele Leben. Aber, nee, das ist nicht nötig. Ist gar nicht nötig gerade, weil wir müssen jetzt noch ganze 10 Sekunden aushalten. Ja, das schafft der locker. Das haben wir im Sack. Die Aufgabe. Haben wir noch genügend Einheiten? Das lief gerade mal doch ganz in Ordnung. So. Jetzt müssen wir uns diese Powerzelle holen. Ja, netterweise haben wir jetzt ja Aelas Lichua zur Verfügung bekommen, ne, den Jedi hier, den man, der uns tatkräftig hier unterstützt. Hier müsst ihr echt wirklich enorm aufpassen. Das hieß tot, ne? Genau. Das, ihr müsst mich auf die Dinge aufpassen. Auch auf die Droiden. Weil diese Teile müssen ja, die sind enorm stark. Die müssen euch nur mal kurz anhitten. Und ja, dann habt ihr schon fast eure ganze Leben verloren, seid auch dann dementsprechend tot. Ich muss mal kurz auf dem Radar schauen, wo ich lang muss. Ja, wieder zurück zum Käfer. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Käfer. Das finde, sieht mir auch aus wie so ein, ja, wie so ein Käfer. Deswegen nenne ich den jetzt einfach mal so. Auch wenn der jetzt, was weiß ich, wie heißt. Ich kann mir die Namen immer, die Abkürzungen nicht immer so ganz merken. Oh, jetzt wird es noch schwerer. Jetzt kommen ja nämlich Maschinen noch dazu. Die machen euch auch nochmal das Leben schwer. Die Katapulte auch, ja. Ist alles nicht so einfach. Oh nein. Aufpassen. Aufpassen. Also bei den Viechern solltet ihr echt immer besser euer Lichtschwert werfen. Nichts riskieren. Ich bin schon tot. Ne? Also ich hab's euch ja gesagt. Also man kann ja auch deutlich länger überleben. Ich habe jetzt hier neue Klassen freigeschaltet, weil ich genug Punkte ja bekommen habe. Also da muss man echt wirklich immer aufpassen. Und hier ist man schneller tot, als man Kloßbrühe sagen kann. So, einfach draufballern. Genau, und das letzte Teil. Da wird auch nochmal schön draufgeballert. So, okay. Jawohl. Ich mag den Jet-Truppe. Ich finde die ganz cool. Ach, ein Teil fehlt ja noch. Da ganz weit oben. Das ist mega episch. Da ganz weit oben. Da steht das letzte. So, der Ballard wird auch mal drauf geschossen. Die sind ja alle schon so angehittet. Ja, meine Kollegen sind nicht gerade untätig. Ich kann auch nochmal eine Granate für zwischendurch werfen. Bleibt immer ganz nett dran kleben. Und ich glaube, die Mission hätten wir jetzt sogar erledigt. Das war eine relativ kurze. Ja, der Sound spackt ein bisschen rum, aber das juckt mich nicht. Ja, war relativ kurz, aber ja, warum nicht? Hat Bock gemacht, fand ich cool. Und würde ich mal sagen, danke Leute fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.